stellen in seiner Karriere. Das ist bisher ein fünfter Platz gewesen in einem Distanzrennen. Bestes Ergebnis im Sprint ist es sowieso heute schon mit mindestens einem sechsten Platz. Oh, der Schuf schon mal strafen am Start, aber zum Glück kein Stockbruch. Und sehen wir einen anderen Kläbo. Ein Kläbo, der sich nicht versteckt, der Tempo macht, der vielleicht bei Nadine Fähnrich zugeschaut hat, wie man das eben auch machen könnte. Oder ist es einer, der sich eher wieder zurückhält? Momentan mit der 1 läuft er an dritter Stelle. Vorne überlässt er das Zepter selbstverständlich Lucas Chanavat, der französischen Lokomotive. Ja, ist wirklich nicht schade, Chanavat zum Tempo machen, immer von vorne. Mal schauen, ob jetzt noch genug Kraft hat im Finale. Aber ja, der Kläber ist schon ein bisschen aktiver wie im Viertel- und Halbfinale. Schon mal in der dritten Position und nicht ganz hinten. Und auch der Schuf hat sich eben gleich noch das Finale geschafft und ist da auch noch mit drin. Und der Markus Kramer habe ich nach dem Prolog noch kurz gesehen und der Trainer von Pellegrino. Und er hat gemeint, heute gewinne ich den Pellegrino zum zweiten Mal. Also oh. Er ist optimistisch gewesen. Noch, aber nach dem Halbfinale? War er da vielleicht immer noch so optimistisch? Habe ich jetzt nicht mehr gesehen, aber ja. Er meint, es wäre das erste Mal, dass der Kläbo zweimal nacheinander geschlagen wird im Sprint. Ich bin wirklich gespannt, ob das heute der Fall ist. Momentan aber immer noch der Chanavat und auch der Novak, der sehr, sehr gut läuft. Novak ganz rechts mit der 5. Aber vorne immer noch Chanavat, der es schnell macht. Ah, und Pellegrino ist ganz hinten. Ah, vielleicht sind es doch ein paar strenge Nächte gewesen mit dem Nachwuchs. Das Ganze muss man natürlich auch noch emotional erstmal verarbeiten. Ja, der Kläber kommt jetzt schon früher führen, sucht da freie Bahn im Aufstieg, ganz außen zwar, macht einen weiter Weg, aber wird da schon in Führung gehen vor der letzten Abfahrt. Chanavat ist blau gelaufen. Ja. Er hat es versucht, aber da geht nichts mehr bei Chanavat. Sie sehen es, er hat aufgegeben. Er wird Sechster, der Pellegrino. Ja. Er ist da. Es geht wieder hart. Er geht mal als Erster in die Abfahrt hinein. Er sagt sich, ich gehe mal führen, dann muss er mich zuerst mal überholen. Kläbo wieder außenrum, wie so immer. Versucht hier das Tempo aufzubauen. Oh, Pellegrino hat aber viel Tempo mitgenommen. Ja, ganz spannend, die verschiedenen Linien und der schafft er auch da über die Kuppe. Und wir wissen auch, wie schnell das geht. Wieder eine ganz spannende Zielgerade. Das sind die zwei besten Skating-Sprinter. Pellegrino und Kläbo, beide nehmen viel Tempo mit. Ja, und ist dieses Mal Kläbo schneller. Mit und er sieht heute einfach ein bisschen stärker aus als der Pellegrino. Und das ist die grosse Revanche. Das ist sie. Kläbo kann hier jetzt gewinnen. Aushaltsschritt rein und sofort die Gratulation von Pellegrino an Kläbo. Aber auch wieder Blick auf die Seite von Kläbo. Ja, das zweite.